Ich werde sehr oft gefragt, ist Musik, ist Rockmusik, ist Progressive Rock oder Art Rock oder Jazz Rock, ist es politisch? Also für jemand, der in der Diktatur geboren ist und aufgewachsen ist und noch dazu ein freiheitliebender Künstler ist, auf jeden Fall. Weil gerade Musik ist eine Ausdrucksform, der nicht wie beim Malen oder wie beim Dichten oder beim Schriftsteller nicht in der Schreibstube und auch nicht in Atelier stattfindet, sondern es ist ein kommunikativer Miteinander, sondern eine unmittelbare Begegnung mit dem Publikum. Und es bewegt, und wir wissen seit Woodstock, ja, Rockmusik ist eigentlich politisch. Bei vielen meiner Gespräche mit Michail Sergejewitsch Gorbatschow bestätigt er sich das auch. Also das, es gab gute Gründe, warum Diktatoren immer Musik so unterdrückt haben. Weil dieser Freiheitsdrang, diese Sehnsucht nach Freiheit drückt sich durch Rockmusik aus. Mein alter Freund bat mich, darüber zu sprechen, was für mich persönlich das Konzept der Freiheit bedeutet. Mein persönliches Verständnis von Freiheit war für jeden öffentlich sichtbar. Es waren die Reformen in meinem Land. Das größte Problem dieses Jahrhunderts waren die Achtung der Werte und die Freiheit menschlicher Individuen. In Freiheit zu leben, das war die eigentliche Forderung der Menschen in unserer Gesellschaft. Beim Leben wie meine, der geprägt ist von gewissen Brüchen, ist es erst recht so. Vor 35 Jahren, da sind Sie und andere hier illegal sozusagen über die Grenze in die Freiheit. Und heute hat Ungarn die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Das hat sich geändert und da waren Menschen wie Sie dabei, die mutig dafür gekämpft haben. 1975 ist er spektakulär geflüchtet durch einen Tunnel in Ungarn, trotz Schießbefehl, kam nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Schönen guten Abend, Leslie Mandoki. Viele fragten mich laufende Jahre in unterschiedlichsten Momente, ob es meine Mitmusiker, meine Soulmates waren oder der Künstler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ob es jetzt zum Beispiel hier in diesem Bild Henry Kissinger und James Baker mich gefragt haben, als wir mit Michail Sergejewitsch Gorbatschow und Kurt Masur und Lech Walesa dieses Stück Mauer unterschreiben durften und ich ausgezeichnet wurde für meine Arbeit als Künstler für den Fall der Mauer. Ich denke, das war ein bisschen übertrieben, aber das hat mich natürlich gefreut. Die Frage war von unterschiedlichsten Ecken immer das Gleiche. Wie kam es eigentlich dazu? Ihr müsst euch vorstellen, in der Teenagerzeit entwickelt sich ein Drang nach Freiheit. Also, wenn dir deine Lehrer dann sagen, wenn du 17 bist oder 16 bist, also Paris oder London oder New York, Los Angeles wirst du nie sehen. Und bei mir hing dann in meinem Teenagerzimmer eine Postkarte von meiner Tante, dann aus den 56, also nach der niedergeschlagenen Volksaufstandes geflüchtet ist und Los Angeles lebte. Das war so eine Postkarte vom Los Angeles Airport, also das ein sehr bekanntes Restaurant. Ich dachte, das kann nicht sein, dass dieser eiserne Vorhang für mich nicht zu überwinden wäre. Und der erste tiefe Bruch in meinem Leben war, als ich 16 war. Mein Vater starb und an seinem Sterbebett sagte zu mir: Mein Sohn, du musst mir jetzt versprechen, dass meine Enkelkinder eines Tages niemals zensierte Zeitungen lesen dürfen. Und dann sage ich: Vater, da ist aber der eiserne Vorhang. Und sagt er: Sohn, das ist nichts für dich. Geh, finde deinen Weg und lebe dein Leben, lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Und so kam das auch, dass irgendwann mal, als wir 21 Jahre alt waren, kamen wir mit erst durch meine Klassenkameradin, durch Tamara mit Pichu und Gabor Chupo zusammen. Also Gabor Chupo wurde da später weltberühmt. Und Pichu und Tamara arbeiteten auch mit ihm in seinem Studio in Los Angeles. Natürlich Simpsons, Rugrats, Real Monsters, Darkman, also viele unglaubliche Werke, was er mit seinem Team vorbrachte.
bisschen 720 Mitarbeiter, hat sein Studio gebracht. Und Gaber und ich waren wir eigentlich so der innere Motor dieser Truppe. Wir wollten einfach gestalten, wir wollten schöpferisch unterwegs sein, ohne Einschränkungen. Und wir haben gemeinsam einen Film gesehen von Peter Baccio, also Aufschrei hieß es auf Ungarisch. Und da gab es eine Schlüsselszene, wo ein erwischter Flüchtling auf dieser Fluchtroute natürlich sein 5 Jahre Gefängnis abgesessen hatte und eine offensichtlich kommunistische Funktionärstochter, der studiert hatte, ihm immer wieder mal gefragt hatte. Also warum er überhaupt dieses Paradies von Arbeiter und Bauern verlassen wollte. Und daraufhin fragte er immer wieder zurück, diese Studentin, wie groß sie ist. Und dann irgendwann mal völlig entnervt sagte sie, sie ist 165 Zentimeter groß. Und daraufhin sagte der erwischte Flüchtling, der seine Gefängnisstrafe abgesetzt hatte gerade, naja, wenn sie 165 groß sind, dann verstehen sie das so, wenn sie ein gesamtes Leben in einem 150 Zentimeter Hungerraum verbringen müssten. Und das ist Diktatur. Und wenn wir heute viel über Flüchtlinge reden, dann reden wir zu wenig über den Leidensdruck, was eine Diktatur auf eine ausübt, an eine Freiheit. Mich hat es immer sehr verwundert, wenn es dann zum Beispiel im Geschichtsunterricht darum ging, was Kommunismus ist, dass viele es einfach nicht wussten. Mich hat es einfach sehr verwundert, dass sich viele Leute damit noch nie wirklich beschäftigt haben. Natürlich könnten jetzt viele ungarische Freunde sehr zu Recht sagen, Junge, du warst damals feiger, du hast lieber ein riesiges Risiko auf dich genommen, dass du erschossen wirst oder dass du nicht durchkommst. Aber du hast hier nicht für die Freiheit gekämpft, sondern von der sicheren Westen aus hast du versucht, dein Bestes zu tun. Das ist wahr. Vor 35 Jahren dem Kommunismus in Ungarn unter Lebensgefahr entflohen. Du bist voll und ganz im Westen angekommen, mit Leib und Seele. Du lebst in Bayern. In diesem Westen ist der Wert der Freiheit für die meisten von uns eine Verständlichkeit geworden. Wir denken gar nicht mehr groß darüber nach, weil wir sie immer gehabt haben, wir hier im Westen. Ist diese Freiheit inzwischen für dich auch selbstverständlich geworden? Du bist materiell gesettelt, es funktioniert alles. Denkst du da noch über Freiheit nach, die du lange nicht hattest? Ich glaube, über diese Grundwerte der Freiheit darf man überhaupt nicht im Kontext von materiellen Werten denken. Das ist völlig unabhängig davon. Und man muss wissen, im Leben, ein Politiker, ein Handwerker, ein Künstler, ein Journalist, wir müssen ganz klar wissen, wofür stehen wir, für welche Werte und welche Bewegungen im Leben der Gesellschaft. Für mich stand es ganz klar fest, dass ein System, der foltert, der Zensur ausübt, bleib mal bei diesen zwei Begriffen erst einmal, und es ist vollkommen egal, ob es nationalsozialistisch oder internationalsozialistisch, es geht um Werte. Und Werte sind immer unabhängig der Umstände für mein Dafürhalten. Und deshalb ist diese Freiheit, dass wir hier genießen in der Bundesrepublik und dass wir Teil einer Nation sein dürfen, der in der Welt, in kulturellen, in industriellen, aber auch in fortschrittlichen, auch im Sozialen erbracht hat. Und seit der Wiedervereinigung so dermaßen sich eingestimmt hat in der Chor der großen Nationen, im kulturellen und in gesellschaftlichen Entwicklungssinn, also auch Vorgaben für Sozialtransfer, Was heißt für dich jetzt in deinem Leben hier im Für mich ist Freiheit Westen? Erst einmal losgelöst von dieser ganz schrecklichen diktatorischen Maßnahmen, die wir im Osten erlebt haben, von Schießbefehl bis Zensur, bis Ausheuchen, was der Stasi an sich bedeutete. Als ich meine eigenen Unterlagen nachts in Budapest, welche Musikerkollegen haben mich bespitzelt und wer war inoffizielle Mitarbeiter der dortige Dienst ist. Also Sigmund, für mich ist es ganz elementar, sich selbst der Fragen des Lebens stellen zu dürfen, sich selbst gestalten zu dürfen. Das bedeutet für mich Freiheit und das ist der Großartigste. Und es hat das Volk errungen, wie Herr Genscher sehr zutreffend sagt, aber gerade weil ich jetzt die historische Chance habe, an einem Tisch wieder mal mit Herrn Genscher sitzen zu dürfen, natürlich der großartige Persönlichkeiten, die sehr historisch wie Herr Gorbatschow, wie Herr Genscher und auch wahrgenommen haben und die Rahmenbedingungen so gestaltet haben, dass diese Bewegung von unten, vom Volk auch zu Ziel führen konnte. Wie war der Flucht wirklich? Also als Letzter kam Laszlo dazu und das war ein ziemlich kurzes, intensives Gespräch.
Und sieht da alle immer diese wunderbare Brücke, die Kettenbrücke in Budapest, eine Spätsommernacht. Entschied sich auf diese Kettenbrücke ziemlich dramatisch, dass wir dann diese Flucht antreten werden. Da hatte ich gerade mal weitere 1,5 Monate Zeit gehabt, mich zu entschließen zu sowas. Aber dann habe ich dann zugesagt und das haben wir dann auch getan. You know, looking back, I'm surprised how brave and how little fear we had that time. We just kind of looked at it and we said, oh, it looks pretty deep, pretty long, pretty dark, but let's go. It's kind of careless. But we were in a very young and adventure mode. Maybe we were even a little naive because it could happen something bad if we don't plan it correctly or if the train got us. The Hintergründe sind also wirklich romanreif oder filmreif. Weil meine Tante, die 1956 nach Los Angeles flüchtete, nach der Niederschlagung der Volksaufstandes, besuchte uns das erste Mal 1975 und habe ich ihr dann gestanden. Sie dürfte natürlich meiner Mutter und meinem Bruder nichts davon sagen. Ich werde fliehen. Und ich bat sie, einen Brief rauszuschmuggeln, was wir dann in so einem telefoniert, in ihr Sandwich getan haben, was sie dann beim Umsteigen dann also am Flughafen dann in Frankfurt wegschicken sollte nach Schweden, wo ein guter Freund, der bei uns in der Band mitgearbeitet hat, nicht als Musiker, sondern er war so eine Art, der alles erledigt hatte, so technisch und so ein bisschen dann gesamte Administration. Und Istvan flüchtete ein Jahr vor uns mit seiner späteren Frau und ich dachte mir, wenn er dieses Brief bekommt und dann liest er das und er wird uns was empfehlen und Postlagern nach Jugoslawien schicken. Und so haben wir das gewusst, also hier ist dieser Tunnel und es war exaktamente heute vor 45 Jahren, also als wir dann in einem Busbahnhof uns trafen, in einem Morgengrauen und wir wussten alle, in den Gesichtern war diese schwere Entscheidung geschrieben, jetzt geht's los. Und das war heftig. Und Gabo und Lasto sind dann im Tunnel zu Erkundungen und dann ich und abwechselnd. Und dann dritte Nacht haben wir dann mit rohes Fleisch in der Hand für die Hunde dann es gewagt. Und natürlich auf der anderen Seite sind wir noch lange nicht in Sicherheit angekommen. Wir ahnten, wir hofften, dass diese Sehnsucht nach Freiheit, also der dorthin führt, wo wir eigentlich hinwollen, aber wissen konnten wir nicht. So wie auch wir durch den Tunnel kamen, dann das erste war ein Transformatorhaus, ja, die wir umarmt haben. Also was ich für mich persönlich immer am beeindruckendsten finde, ich werde jetzt auch 21 und er war 21, als er gegangen ist. Und der Moment, sich einfach zu verabschieden von seiner Mutter und von seinem Bruder, und er durfte ihnen ja nichts sagen, also er ist gegangen, er wusste, er kommt nicht wieder und sie wussten es aber nicht. Und dann an dieser Busstation zu stehen und dann zu sagen, okay, ich fahre jetzt, der ist für mich nach wie vor nicht ganz greifbar und faszinierend auf seine merkwürdige Art und Weise. Weil ich für mich das einfach, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie das ist, dieses Gefühl. Und was man auch von Willen braucht. Damals war Österreich noch neutral und tobte der Kalte Krieg. Und entsprechend dürfte man dort nicht bleiben, sondern müsste man in Lager, wo damals auch dieser Brain Drain, was heute Selbstverständlichkeit ist, von reichen Ländern, Vereinigten Staaten, Kanada, Schweden, Norwegen, Neuseeland, Australien. Also da wurden natürlich gute Fachkräfte gesucht, also junge, gut ausgebildete Ingenieure, Facharbeiter, Ärzte, aber natürlich nicht Musiker oder Zeichner wurden gesucht. Also haben sie auch natürlich versucht, absolut zu vermeiden, dass wir dort erwischt werden. Und so bekam der nächste Postlager in der Anweisung. So sind wir also bei Salzburg dann rüber nach Bayern. Und das war natürlich auch sehr, sehr problematisch, weil der Polizei hat uns darauf angesprochen. Aber ich hatte immer so eine einstudierte Notlüge gehabt. Und das hat auch schon, als wir dann über den Tunnel nach Österreich angekommen sind, anwenden dürfte. War ziemlich heftig. Grüß Gott. Ich war mal 1975 hier mal Gast bei Ihnen. Könnte ich bei Ihnen mal reinfahren? Einfach rein. Ich würde
Pass passt einfach komplett aus und dann können Sie sehen. Klasse. Dankeschön. Das war ganz anders. Was war das? Also das, das ist von der ganzen Gefühlssituation her. Also ich kann mich erinnern, dass uns das unglaublich sauber und ordentlich vorkam. Und das war, wir haben uns gesagt, wow, Deutschland, das ist alles so sauber und ordentlich. Und war unser Zimmer auch sehr aufgeräumt und sauber und ordentlich. Wir sind alle wegen irgendwelcher Ideale gekommen. Hier im Lager fand sich auch so ein entsprechender Spirit wieder. Also das, und was wir empfanden, aber alle her, es war große Dankbarkeit. So. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. So, danke sehr. Die Original. Karteikarte vom Herrn Laszlo Mandoki mit einem Bild drin, wo man noch jung und knackig war. Ah ja, das herrlich. 10 Jahre fixt. Eigentlich, bevor wir zur Asylantenlage gekommen sind, das ist eine Zentrallage für Asylbewerber gewesen, da lag das hier auf der dänischen Seite der Staatsgrenze erwischt worden sind bei illegaler Grenzübertritt und dorthin abgeschoben worden sind. Und eine Nacht verbrachten wir in der Grenzübergangsstelle nach Flensburg, so eine Art Gefängnis, aber wir waren nicht eingesperrt, sondern wir haben sogar die Beamten sich entschuldigt, also dass wir sonst also keine andere Gelegenheit uns geben können, uns ein bisschen auszuschlafen und zu duschen und uns zu erfrischen. Auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr viel gelernt derzeit und das war extrem beeindruckend. Wenn es von der heutigen Sicht betrachtet, ich war ein illegaler Einwanderer, ich war ein Asylsuchender, junger Mann, nicht ganz alleinreisend, weil wir waren eben halt in diesem Freundeskreis, aber im Grunde genommen der Jura alleinreisend, also nicht mit Familie, ich sprach kein Wort Deutsch, aber ich suchte nicht irgendwie nach besserem Leben, sondern nach Freiheit. Also hat das mit Mut, also das mit Selbstdefinition zu tun. Und es waren auch keine falschen Versprechungen, die mich hierher gelotst haben, sondern ich musste von der Diktatur weg. Also von der Zensur, von der Folter, von der Bespitzelung, von dem Schießbefehl. Was bedeutet für dich, Leslie, Mut? Der dann darauf antwortet, Mut, das ist für mich, sagt er, wenn ich gegen alle Widerstände in meinem Leben mir selber treu bleibe. Wenn ich meine Visionen und meine Überzeugungen zwar vielleicht das eine oder andere Mal leicht anpasse, aber nie aufgebe. Und ich liebte mein Geburtsland. Ich liebe es immer noch. Also das ist meine Muttersprache. Das ist meine Wurzel, meine Lehrer, meine Familie. Das ist eine unglaublich reiche Kultur der Ungarn. Also aber diese Sehnsucht nach Freiheit, dieser Leidensdruck, das nicht zu haben, hat mich dann gerade weggeschoben. Und wir müssen mal mit der heutigen Situation verstehen wollen, auch über diesen Leidensdruck der Menschen dann natürlich empfinden, ihr gesamtes soziale Wesen oder Leben, also das gesamte soziale Leben abzuschneiden. Eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Otthon hangját hallom az álmok tengerén, elég mérföldet égettem a világ útjain, de néha most is tegnap van, még játéknak tűnt az élet, ahol születtem. De nem vár soká, zárt ajtó mögött, néha nem is vettük észre,
hogy nem voltak jó idők, de még játékból sem hittem el, hogy ott nem jut egy hely, ahol születtem. A máshol kéne mondanom, senki nem értené, melyik út volt hosszabb, nem tudom, oda vagy visszafelé. Messze vitt az élet, s te is jól vagy nélkülem, de a fiat tudja-e, az apja miért nem én lettem? Talán most már érted, mégse játék volt az élet, ahol születtem. Hosszú hídon, az álmos folyón át, az egyik part az otthon, a másik a nagy világ. Tán lesz ki megismerni, s tudják még nevem, ahol születtem. Vagy régi dalt dúdolva, én itthon vagyok újra, ahol születtem. Touchdown in the land of blues. Could it be I'm home where I was born? Touchdown in the land of blues. Could it be I'm home where I was born? Ahol születtem. It's ahol mi születtünk. Ich glaube, dass für ihn Familie, dadurch, dass er das eigene Land verlassen hat, auch nochmal einen ganz eigenen Stellenwert hat, eine ganz eigene Bedeutung und ganz, ganz wichtig ist für ihn. Weil er hat ja nicht nur seine Heimat verlassen, sondern auch seine ursprüngliche Familie. Und das merkt man auch, weil er schon ein Familienmensch ist. Also ein Vater auch mit Leib und Seele, so gut er kann. Er beobachtet uns alle sehr genau und ist immer mit Herz und Seele dabei und hat Ansprüche, auf jeden Fall. Ja, dass wir dafür brennen, was wir tun und auch die gewisse Leidenschaft an den Tag legen für Kunst und die Dinge, die uns interessieren und eben auch Mut zu fassen, Dinge zu tun. Das wurde uns schon immer vermittelt und bin ich auch sehr dankbar dafür. Das ist dieser Sehnsucht nach Freiheit, der uns getrieben hat und nicht unbedingt der Sehnsucht nach ein besseres Leben, weil das war am Anfang nicht ein besseres Leben, weil so schrecklich die Diktatur seine Kontrollmechanismen auch sind. Ich liebte das, was ich machte und ich war super mit meiner Mitmusiker in Ungarn und das Publikum, das war alles herrlich. Also, und das erste Mal müsste man das alles neu finden, das ist nicht einfach. Und wir hatten sehr, sehr viele dunkle Momente. Nicht umsonst ist es so, dass im Leben eine Flucht und Integration in eine neue Gesellschaft, also zurechtfinden in eine neue Gesellschaft, eine sehr herausfordernde und oft mit Scheitern endende Prozess. Und ich bin Musik unglaublich dankbar, weil Musik hat mich immer gehalten und immer wieder angetrieben. Die Strapazen
auf sich zu nehmen, von langer Hand mit der Intelligenz, die ihm gegeben ist, zu planen, was es bedeutet, aus einem Land zu fliehen, unter allerhöchster Lebensgefahr. Die Chancen standen wahrscheinlich paar 90 zu 2%, würde ich sagen, ja, dass er das nicht überleben würde. Und ich habe da große, große Bewunderung und großen Respekt für übrig, dass Menschen, die eine Vision haben, die sagen, ich möchte, wie Leslie das damals gesagt hat, mit Al Di Meola spielen, komme was wolle, solche Strapazen auf sich nehmen und auch mit einkalkulieren, dass sie nicht nur nicht mit Al Di Meola spielen, sondern wahrscheinlich durch diesen Tunnel gar nicht erst durchkommen und danach erschossen werden. Und ich glaube, wer sowas erlebt hat, der geht noch mal ganz anders mit Musik und den Möglichkeiten um, die es hier in Deutschland gibt. Aber natürlich hatten wir auch unfassbar schwierige Zeiten am Anfang, uns zu finden, neue Wurzeln zu schlagen, also überhaupt mal die Instrumente zu besorgen und erstmal durch die ganz kleine Musikerjobs oder so hochzuarbeiten, bis wir in diese herrliche Studiolandschaft gelandet sind, also in München, was damals nach Los Angeles, New York und London der viertgrößte Produktionsstadt war, wo halt Queen war hier, Freddie Mercury lebte sogar hier, Elton John nahm hier an, auf die Stones waren hier, die Purple. Also das war George Moroder, wo wirkte hier, also Donna Summer natürlich, Benny McLean, Silver Convention. Also es war eine Wahnsinnszeit und ich bin mein Schicksal sehr dankbar, dass es gerade hier hergebracht hat. Und natürlich Klaus Doldinger, der uns dann die Türen geöffnet hatte. Und dann Amundül und Krah und Udo Lindenberg und alles war so die ersten Kontakte. Und das war herrlich, also und so konnten wir halt hier eintauchen. Ja, lieber Leslie, ich habe es auch vorhin schon gesagt, ich danke dir herzlich, dass du uns alle zusammengebracht hast für diesen wunderbaren Abend. Und ich denke öfters an das Jahr 1975, als wir uns das erste Mal trafen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass es dereinst zu so einem tollen Treffen kommen könnte. Herzlichen Dank für all dieses, die Freude, die du uns beschert hast. Dankeschön. Herr Ungarn, totaler Knast. Und er musste da raus. Und das war ein hartes Ding da. Ja, echt unter Einsatz seines Lebens. Und dann kam er nach München und dann haben wir uns sehr schnell kennengelernt und haben gedacht, froh, dass wir ihn haben. Ein froher, exzellenter Musiker und ein unheimlicher Pusher. Und auch was er jetzt macht, Soulmates und so, da bin ich ja öfter dabei. Was Leslie da zusammenbringt an Weltmeistern. Geil, dass wir dich haben, keine Panik und gut, dass du damals durch den Tunnel da durchgekommen bist. Die Musikszene, also das... Am Anfang konnten wir uns natürlich nur auf Englisch uns austauschen mit der Musiker hier in München. Das war einfach traumhaft, also das war herrlich. Also ich habe noch nie mich nicht willkommen gefühlt, sondern wurde immer so herzlich aufgenommen und da wurde immer gefragt, na, wie ist das hinter der Eisernen Vorhang und wie ist das, also einen Song durch den Zensur zu bringen. Also ja, der Flucht war melodramatisch oder dramatisch, je nachdem. Und dieser Leidensdruck, was dazu geführt hat, dass wir unser gesamtes soziales Umfeld, Familie, Freunde, Band, Publikum verlassen müssten. Es war dramatisch, es war ein Bruch, es hat viel Schmerzen hinterlassen. Und auch wenn ich heute, 45-jähriger Rückblick in Retrospektive, das alles sehe, das fand ich einfach. Und ich bin jedem dankbar, der uns hier im Westen wieder aufgenommen hat und uns ein bisschen an der Hand genommen hat und uns nicht abgewiesen hatte. Und wir konnten dann, wie mein Vater an seinem Sterbebett gesagt hat, unsere Träume leben und nicht unser Leben träumen. Und hier der Mann, der sie alle zusammengebracht hat, Leslie Mandoki. Und hier ist er, Leslie Mandoki. Ein Lied für alle Rock'n'Roller. Wir gehören natürlich dazu. Einer, der träumt, muss kein Trottel sein. A dreamer is not a fool. Dreamer's not a fool. I'm just a dreamer. Breaking every rule. I come from the wild. Heute ist er einer der erfolgreichsten Produzenten und Schreiber, die es weltweit gibt. Also Komponisten, Autoren. Leslie Mandoki. So.
er gibt die Anweisungen. Ich folge, das ist doch in Ordnung, oder? Ungarischer Macho. Und unser Musikdirektor Leslie Mandoki. Und heute ist das Mandoki-Projekt mit der Auskopplung, der Single-Auskopplung bei uns. Ich begrüße dann jetzt eine Musiker- und Produzentenlegende, muss man ehrlicherweise sagen. Herzlich willkommen, Leslie Mandoki. Der musikalische Direktor der Veranstaltung, Leslie Mandoki. Und egal ob Jazz Total, Toto oder Phil Collins, er arbeitet als Musikproduzent seit Jahren erfolgreich mit den ganz Großen. Hier ist Leslie Mandoki. Der erfolgreichsten Produzenten der Welt geworden ist. Und jetzt, meine Damen und Herren, begrüße ich einen Mann, einen Star, der Stars macht. Hier ist Leslie Mandoki. Ja, für mich ist er auch jemand, der etwas ganz Großes geschafft hat in den letzten 30 Jahren. Er ist geflohen aus seiner Heimat, nach Deutschland gekommen und hat dort eigentlich so der American Dream hier auch in Deutschland geschafft und international. Mit tollen Künstlern zusammengearbeitet. Eine ganz, ganz große Geschichte, die er in den letzten 30 Jahren aufgezogen hat. Und ich bin eigentlich froh, sein Freund zu sein. Viele Freunde fragen mich, insbesondere wenn sie gerade in Budapest gewesen sind, hat sich das gelohnt? Verstehe ich die Frage. Und es ist auch wunderschön, dass wir Zeiten leben, wo man diese Frage überhaupt stellen kann. Es gibt keine Schießbefehle mehr. Es gibt keine Bespitzelung, Folter. Und auch kein Zensur. Aber damals war die Sehnsucht nach Freiheit so stark, man hätte das in der Diktatur nicht ausgehalten. Und es gibt natürlich zwei Gründe. Der eine ist die Musik. Und damals habe ich im Zentralager für Asylbewerber gesagt, ich möchte gerne mit Ian Anderson von Jethro Tull und Aldi Mola und Jack Bruce von Cream zusammenspielen. Und vor 29 Jahren saßen wir dann hier in diesem Raum. Drüben haben mein Schlagzeug so zusammen und gründeten die Mandoki Band. Das andere ist, was vielleicht noch viel tiefer in der Lebensentwurf verwurzelt ist, ist alles andere. Wie gehe ich mit meinen zukünftigen Kindern um, war meine Frage mit 20, 21. Und war völlig determinierend, was mein Vater, als er sterbe wird, gesagt hat. Die dürfen keine zensierte Zeitung lesen. Deshalb war mir so wichtig, dass meine Kinder in der Freiheit zur Welt kommen. Und für mich als urbaner Kerl, der in einer Großstadt groß geworden ist und dann irgendwo zwischen New York und London, auch Los Angeles und natürlich München, sein Leben lebte als Musiker. Ich bekam einen Anruf von einem Lebensfreund von mir, der auch Flüchtling war. Halb Ungar, halb Deutscher aus Siebenbürgen. Jeder kennt ihn in Deutschland, ein begnadeter Musiker, unternahm den Versuch, mich zu überzeugen, dass eigentlich Landleben am Starnberger See schöner ist als urbanes Leben. Nun, diese Überzeugungsarbeit gelang ihm in eine halbe Stunde und so zog mein Studio von München zu Starnberger See nach Tutzing um. Und in diesem Paradies wuchsen meine Kinder auf und auch wenn der damalige Plattenboss einen nach dem anderen mich anrief und versuchte, mich von diesem Plan abzubringen, erstmal kam Lionel Richie, dann kam Phil Collins, Jennifer Rush, Chaka Khan und natürlich die ganzen Soulmates immer wieder aufs Neue und die Kinder sind in diesem Paradies aufgewachsen. Also danke auch Peter, auch an dich. Immer wieder und immer noch eben diesen renitenten, in Anführungszeichen Ungarn, der die Werte von Freiheit und von Selbstbestimmung hochhält. Und diese Vitalität in der Haltung, die hat dazu geführt aus meiner Sicht, dass dieser erste Schritt 56 passiert ist und dann später sich wiederholt hat. Die Kunst vermag, Brücken zu schlagen, die Kunst vermag, scheinbar undurchlässliche Wände zu durchdringen. Und insofern bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Kunst grundsätzlich, ob das Malerei ist, Bildhauerei, Architektur, Dichtung oder eben auch Musik, dazu beigetragen hat, Verständnis
zwischen den beiden scheinbar so gegensätzlichen Polen zu verschaffen oder zu kreieren. Verständnis unter den Menschen. Und aus diesem gemeinsamen Nenner ist ein Wunsch entstanden, der irgendwann mal nicht mehr aufhaltbar war. Und dann suche ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Bei jedem Migrant, bei jedem Flüchtling, der seit durch Leidensdruck seine ursprüngliche Heimat verlassen muss, gibt es den Moment, wo eine neue Heimat findet, wo neue Wurzeln wachsen, neue Freundschaften entstehen, Familie gegründet wird, beruflich sich entwickeln kann, zu Publikum ein neues Gefühl als Musiker entwickelt. Und dann, wenn das alles einigermaßen vollbracht ist, dann kommt die Frage, insbesondere wenn man die Kinder so aufwachsen sieht und die Musik immer so sich weiterentwickelt, woher komme ich? Dieser Moment in meinem Fall war, als John Lord von Deep Purple und Greg Lake von Emerson, Lake & Palmer, zwei liebe Soulmates, die leider nicht mehr unter uns sind, bei einer der Proben zu Thomas Gottschalks 50-Jahr-Rock, wo ich Musical Director war, gefragt haben, hey, lass uns essen gehen und lass uns über Béla Bartók sprechen. Und als wir dann deren Idee, Hungarian Pictures von Béla Bartók, neu aufzunehmen und so eine Art Art-Rock, so ein Jazz-Rock-Stück draus zu machen. Damals waren die Rechte noch nicht frei. Auf mich zukam mit dieser Gedanke, dann war einer dieser Momente, wo ich wahnsinnig gespürt habe, ja, dort komme ich her, das ist mein Wurzel, das ist mein Geburtsland, das ist der Kultur, wo ich aufgewachsen bin und jetzt hier bin ich zu Hause, hier sind meine Kinder geboren, hier entwickelt sich Musik um mich herum, sei es in Amerika, in England oder Großbritannien oder in Deutschland. Und gerade mit Hungarian Pictures habe ich irgendwas in meinem persönlichen Leben auch in Ordnung gebracht. Also, obwohl es eigentlich überhaupt nicht darum ging. Also, eigentlich ging es in meinem Fall darum, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Herbie Hancock, Jimi Hendrix, alle haben gesagt, okay, Béla Bartók hat was ganz, ganz Göttliches. Dass wir Ungarn das so empfinden, das ist also mehr oder minder auch ein kultureller, nationaler Stolz. Aber dass gerade dieser begnadete, große Talent der amerikanischen Szene das so empfindet, klar, Bartók ist groß. Und er war in sehr vieler Hinsicht der Erste und dann auch, der mal gesagt hat, Jazz-Improvisation ist sowas wie Live-Komposition. So, zurückzugehen auf diese Philosophie, wo Musik ja was Politisches ist, also und Musik was muss verbinden, die Gemeinsamkeiten hervorbringen und die Trennen, die Spaltende überbrücken. Er hatte so viel Angst vor dem Nationalsozialismus, deshalb hat er diese Lieder gefunden, gesucht, gesammelt, aufgenommen auf Draht, weil er eigentlich die verbindende Element von Musik hervorbringen wollte. Wie es heute heißt, the greatest unifier is music. Und so, es war für mich ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment, ein ehrenvoller Privileg, aber auch eine Magie des Lebens, dass es gelungen ist, Hungarian Pictures hier in diesem Raum mit dieser göttlichen, wahnsinnsbegabten
Musiker von Corey Henry, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Bill Evans, John Halliwell, Ian Anderson und so weiter aufzunehmen. Ganz klar, Richard Bohner natürlich und Steve Bailey. Also das ist so unglaublich groß, also für mich, weil der Flucht, der Tunnel, der Zentrallager für Asylbewerber, dass ich kein Wort Deutsch gesprochen habe und ich wahnsinnig gewundert habe, dass eine große Stadt mit der sich befindlichen auf Stachus in München Straßenbanknoten bucht, einen Fahrplan hat und dieser Fahrplan auch eingehalten wird, dass ein wetterfester Kasten ist und dieser wetterfeste Kasten also nicht durch Vandalismus zerstört wird. Also, und wir dachten, okay, das ist Paradies. Also, für mich als Künstler von dieser Wahnsinn da und jetzt heute, 45 Jahre später, haben wir das in der Hand, Hungarian Pictures, also mit unserem Living in the Gap Album, das ist irgendwie der, so, wo man sich sagt, okay, die Flucht und alles, was damit einhergeht, der neue Heimat, die neue Welt, Amerika, England, mein Deutschland und mein Ungarn ist verbunden hier miteinander in den Hungarian Pictures. Deshalb ganz besonders Dank dafür. For me was an important challenge to create a better access to the soul, to the spirit of this very special music. So we have created short films, little videos, that are trying to visualize the music and show the cultural soul behind this project. That's what music's all about, and just using different influences from different cultures and then playing to all different cultures. And then in this you're sort of remembering your homeland and saying this is where I'm from, and then let's see what we all can do with it. Thank you.
kam der Gedanke, dass man als Asylant irgendwie, der die Sprache nicht gesprochen hat, jetzt hier steht. Lieber die Zeit. Also ich meine, auch wenn man im Vergleich hört, wie viele Leute sich da sehr schwer tun, auch die deutsche Sprache zu lernen, sich richtig zu integrieren und dass er das einfach hinbekommen hat und jetzt wirklich hier steht. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Und wir brauchen ja oft jemanden aus dem Ausland, der uns erklärt, wie unser Land eigentlich funktioniert. Und das ist jemand wie Leslie Mandoki, der diese fantastische Band zusammengestellt hat. Ja, dann sage ich einfach mal thank you, ne? Thank you. War toll. Danke, war super. Herzlichen Dank.